Frau Schuster betreibt ein Café. Sie benötigt gerade im Frühjahr und im Herbst mehr Personal. Deshalb beschäftigt sie den Studenten Leo. Leos Arbeitsvertrag ist befristet von März bis Mitte Juni. Er arbeitet jeweils 20 Stunden pro Woche. Durch die Arbeit im Café verdient er 900 Euro im Monat. Grundsätzlich hat Frau Schuster drei Möglichkeiten, wie sie Studenten wie Leo abrechnen kann. Erstens als 450-Euro-Job, zweitens als kurzfristige Beschäftigung oder drittens nach dem sogenannten Werkstudentenprivileg. Leo verdient mehr als 450 Euro im Monat. Deshalb handelt es sich nicht um einen 450-Euro-Job. Der Job ist auf mehr als 3 Monate befristet. Es handelt sich also auch nicht um eine kurzfristige Beschäftigung. Aber auf Leos Job im Café kann das Werkstudentenprivileg angewendet werden. Voraussetzung dafür ist nämlich, dass Leos wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr als 20 Stunden beträgt. Das bedeutet für Frau Schusters Abrechnung, Leo ist versicherungsfrei in der Kranken-, Pflege- und der Arbeitslosenversicherung. Nur in der Rentenversicherung ist Leo versicherungspflichtig. Die Beiträge zahlen Leo und Frau Schuster je zur Hälfte. Im Sommer braucht Frau Schuster ungeplant mehr Personal und bittet Leo einzuspringen. Leo hat gerade Semesterferien und kann Frau Schuster sogar bis zu 40 Stunden die Woche helfen. Auch hier greift das Werkstudentenprivileg. Es gilt zwar grundsätzlich nur bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden. Aber wird die Grenze von 20 Stunden durch die Arbeitszeit überschritten, wird in bestimmten Fällen dennoch davon ausgegangen, dass das Studium im Vordergrund steht. Dazu zählen die Überschreitung durch Arbeit an den Wochenenden, in den Abend- oder Nachtstunden oder in den Semesterferien. Das Werkstudentenprivileg greift weiterhin. Frau Schuster sollte aber stets Folgendes beachten: Keine Überschreitung der 20 Stunden pro Woche für einen unbegrenzten Zeitraum. Keine Befristung eines Jobs mit mehr als 20 Stunden pro Woche, der insgesamt mehr als 26 Wochen im Zeitjahr ausgeübt wird. Leos Beschäftigung in den Semesterferien gilt nach wie vor als Werkstudentenjob. So haben beide etwas davon. Leo hat mehr Geld in der Tasche, Frau Schuster hat weniger Abgaben. Beiträge aus der Beschäftigung sind nur zur Rentenversicherung zu zahlen, ansonsten ist der Job versicherungsfrei. Frau Schuster gibt Leo aber den Tipp, dass die studentische Kranken- und Pflegeversicherung durchgehend erhalten bleiben.